Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, hier sieht es im Moment aus wie im wahren Leben, nämlich total dunkel und verregnet. Wir befinden uns im wunderschönen Stormhafen, relativ mittig, hier oben bei der Abtei der Ausgestoßenen. Und da müssen wir unseren nächsten Questgeber finden. Das dürfte der hier sein. Hilfe! Banditen fackeln unsere Felder ab! Hilfe! Azura sei gepriesen. Wir sind verzweifelt. Ich flehe euch an. Die Abtei wird angegriffen. Sie versuchen, alles niederzubrennen. Wer versucht, diesen Ort hier niederzubrennen? Banditen. Sie sehen aus, als ob sie zum Mitternachtsbund gehören, aber wir haben keine Zeit für große Erklärungen. Bitte geht einfach zum nordwestlichen Eingang und sprecht mit Schwester Saphia. Sie wird euch sagen, wie ihr helfen könnt. Ich gehe sofort los, um mit ihr zu sprechen. So, jetzt muss ich mal gucken, die dürfte hinter sein. Ne? Drum, drum, drum. Sprecht mit Muran in der Abtei. Ist jetzt die Frage, ob wir da jetzt noch kurz mit sprechen müssen. Muran in der Abtei und etwas über das Omen der Furcht zu fragen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das in der Hoffnung, dass das dann kurz abgeschlossen wird. Das ist immer dieses Blöde, wenn dann so zwei Stränge parallel laufen und beides ist die Hauptstory. Ich habe gehört, dass ihr kürzlich aus Alcair hier eingetroffen seid. Es gibt furchtbare Gerüchte über Herzogin Lakana. Ist etwas Wahres dran? Wurde sie ermordet? Sie ist tot. Ihr Mörder stand unter dem Einfluss eines Dedra, der als das Omen der Furcht bekannt ist. Es tut mir leid um die Herzogin. Sie war eine gute Frau. Das Omen der Furcht, sagt ihr? Ich erinnere mich schon einmal, etwas über so einen Dedra gehört zu haben. Am besten fragt ihr Abt Durak. Er sollte genaueres wissen. Okay, haben wir jetzt eine neue Quest erhalten? Nee, Feuer auf den Feldern ist ja das andere, ne? Also er hat jetzt nur gesagt, wir müssen oder wir sollen mit Abt Durak sprechen. Ich gucke nochmal kurz. Ne, wir haben jetzt nur noch die eine Quest dran. Okay, perfekt. Dann haben wir damit wirklich einfach nur abgeschlossen. Da. Es gibt noch Verletzte, um die sich... Ja, bitte, ich hab's schnell gedrückt. Ihr müsst mir helfen. Die Banditen des Mitternachtsbunds. Ich weiß nicht, warum. Schließlich war ich keine Gefahr für sie, aber sie haben mich einfach angegriffen. Braucht ihr einen Heiler? Nein, nein. Ich bin eine Heilerin. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Es geht um die anderen. Einige meiner Hüterkameraden wurden verwundet. Ich habe versucht, ihnen zu helfen, aber ich habe gerade wirklich keine Kraft mehr. Jetzt muss ich aber mal eine ganz blöde Zwischenfrage stellen. Wenn eine Heilerin sich um sich selber kümmert, sie kann die Wunden schließen, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Aber sie muss doch schwächer werden, weil sie etwas übergibt, also etwas heilt. Das heißt, sie wird ja eigentlich innerlich ein bisschen schwächer, wenn sie jemand anderen heilt, auch wenn es vielleicht nicht merklich ist. Was ist denn, wenn ein Heiler sich selber heilt? Dann sind die Wunden geschlossen, aber sie ist noch schwächer, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also auf magischen Sinne. Was soll ich tun? Nehmt diese Verbände. Versorgt die Wunden von jedem, den ihr findet. Das sollte ihnen zumindest helfen, auf die Beine zu kommen, damit sie es in Sicherheit schaffen. Ich werde den Verwundeten helfen und dann zurückkommen, um nach euch zu sehen. Ja. Achso, da sind die Verwundeten. Ich mache das mal ein bisschen größer. Da unten ist einer. Ihr werdet in der Abtei stets willkommen sein. Danke, danke, danke. Das nehmen wir auch nochmal ganz schnell mit. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt einer weggelaufen oder was? Da ist jetzt schon wieder die nächste Hauptquest. Also ich glaube, die wollen mich hier echt veräppeln. Hier müssen wir, glaube ich, rübergehen. Da bin ich nämlich schon mal drauf reingefallen, oder? Der Kreis endet da. Moment. Verletzte höher. Gut, das nehmen wir auch gerne mit.
Tut mir leid, es tut mir leid. So, können wir denn überhaupt hier hoch? Ja, können wir. Hallo. Oh, geh mir nicht auf die Nerven. Ich muss den heilen. Mein Gott. Das ist denn so schwer. Möge Azura euch für alle eure Tage segnen. Ich kenne mich ja mit diesen ganzen Göttern nicht so gut aus, obwohl ich demnächst wahrscheinlich Profi da drin sein werde, weil ihr werdet ich in der Abtei stets willkommen sein. Noch ein riesen Vorhaben habe in Bezug auf Götter und die ganzen Schriften und so weiter. Aber Azura an sich fand ich schon so auf den ersten Blick zumindest sehr gut. Hallo, macht die jetzt auch mal was? Wieso ist der... Man muss da 20 Mal draufdrucken, damit der Gegenstand bereit ist. Möge Azura euch für alle eure Tage segnen. Ja. Danke, gerne. Sprecht mit Verlies, die war da. Verlies. Ich habe gesehen, wie es viele meiner Hütergeschwister in Sicherheit geschafft haben. Hab Dank. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass wir uns auf die Hilfe einer Fremden verlassen, nachdem wir von unseren sogenannten Freunden angegriffen wurden. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wie geht es euch? Vielen Dank der Nachfrage. Ich fühle mich schon besser. Zu wissen, dass die anderen Hüter sicher sind, ist wirklich eine große Erleichterung. Ich werde bald in der Lage sein, zur Abtei zurückzukehren. Vielleicht sehe ich euch dort. Und wir haben ein göttliches Schild erhalten. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Da hinten war quasi der nächste Teil unserer Quest. Ich verstehe nicht, wie das geschehen konnte. Wir haben keine Fehde mit dem Mitternachtsbund. Warum sollten sie plötzlich die Abtei angreifen? Das ergibt keinen Sinn. Ein Mönch sagte mir, er bräuchte Hilfe. Sicherlich. Die Banditen haben alles in Brand gesteckt. Der ganze Ort hier wird in Flammen aufgehen und sie hindern uns daran, die Feuer zu löschen. Wir waren nicht auf einen Kampf vorbereitet. Wenn ihr helfen könntet, die Brände zu löschen, würde uns das einen riesigen Gefallen tun. Wie lösche ich die Feuer? Nehmt diesen Eimer. Ihr müsst es zum Brunnen schaffen und ihn mit Wasser füllen. Etwas anderes fällt mir nicht ein. Die größeren Brände werden nicht so leicht zu löschen sein. Kümmert euch fürs Erste bloß um die kleineren Feuer. Ich werde so viele Brände löschen, wie ich nur kann. Ich schätze eure Hilfe, aber ich möchte nicht, dass ihr denkt, die Geisthüter wären hilflos. Wir würden das durchstehen, aber ein solcher Angriff aus dem Nichts und das durch den Mitternachtsbund. Sie haben uns einfach auf dem falschen Bein erwischt. Wer ist der Mitternachtsbund? Größtenteils Schmuggler und Glücksspieler. Und es sind doch ein paar Diebe dabei, aber bisher waren sie nie gewalttätig. Und jetzt hätten sie beinahe Bruder Roland getötet. Ich dachte eigentlich, dass ich sie kennen würde. Warum haben sie die Abtei angegriffen? Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gerade am Schauen. Da, füllt den Eimer. Das ist hier vorne. Okay, und das sind dann die kleinen Feuer. Flamme. Sind das nicht auch kleine Feuer hier? Können wir das nicht auch einfach löschen? Nee, es müssen spezielle Feuer sein, oder wie? Och, lass dir bloß nicht einmal so einen durchlaufen. So, 2 von 4. Da oben scheint auch noch eins zu sein. Dann gehen wir erstmal hier unten hin. Da ist noch ein Feuer. So, und irgendwo hier oben ist noch ein Feuer. Och, die nehmen hier auf den Sack. Hier. Die sind hier mitten im Weg. So. Mal gucken, aber die werden mich wahrscheinlich direkt entdecken hier. Ich darf ja auch mal Glück haben. So, das heißt dann wieder zurück zu Schwester... Ich wollte gerade Sophia sagen. Saphia. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sie steht immer noch hier unten. Ich kann sehen, dass viele der kleineren Feuer gelöscht wurden. Hab Dank, dass ihr uns geholfen habt. Ja, ich habe viele kleine Feuer gelöscht. Danke, dass ihr mit anpackt. Ich denke, wir haben genug von der Ernte gerettet, um den Winter zu überstehen. Aber wie konnte das hier geschehen?
Was hat das alles zu bedeuten? Ja, das ist immer noch eine gute Frage. Ich zögere, euch noch einmal um Hilfe zu bitten, aber wenn ihr dazu bereit wärt, wüssten wir eure Hilfe sehr zu schätzen. Unser Anführer Abdurak ist vor einiger Zeit aufgebrochen und noch nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, er könnte verletzt sein oder Schlimmeres. Wo ist er hin? Abdurak und ein paar andere sind zur Höhle der Träume am Nordkamm gegangen. Durak wollte etwas besorgen, um beim Löschen der Brände zu helfen. Bruder Hakam ist ihnen mit einer Schriftrolle der Rückkehr gefolgt, um sie schneller zurückzuholen. Nun mache ich mir auch noch Sorgen um Hakam. Möchtet ihr, dass ich nach Hakam oder Durak suche? Nach beiden. Aber sucht zuerst nach Bruder Hakam. Mit der Hallo? Geht's noch? Nur weil irgend so ein Vollidiot hier hingezogen hat? Kann ich jetzt nicht vernünftig reden, oder was? Ich zögere euch noch. Abdurak. Nach beiden. Aber sucht zuerst nach Bruder Hakam. Mit der Schriftrolle der Rückkehr könnt ihr Abdurak schneller hierher zurückholen, damit er hoffentlich diesen großen Brand endlich löscht. Ich werde sie beide finden und komme dann so schnell wie möglich zurück. Okay, das heißt, da oben ist wahrscheinlich dann, genau, Hakam. Das ist dann der, wo wir hin sollen. Frage ist jetzt, och ja, genau. Man kann natürlich nicht einfach mal kurz hier durchspringen. Da ist er, glaube ich. Ja, das sieht mir sehr... Hallo. Dann müssen wir den Abt noch finden. Den wollte ich jetzt gerade ermorden. Aber die flüchten anscheinend hier alle. Findet den Abt. Da ist er. Freund oder Feind, gebt euch zu erkennen. Niemand wird dem Abt ein Leid tun. Ich werde ihn bis zu meinem letzten Atemzug verteidigen. Ich bin gekommen, um zu helfen. Ich befürchte, dass Bruder Hakam tot ist. Ich habe noch andere schlimme Neuigkeiten. Diese verdammten Gesetzlosen haben Abdurak mit einem Schlafzauber belegt. Ich kann ihn nicht wecken. Er kam wegen dieser Schriftrolle der Beschwörung hier runter. Er meinte, sie würde das größte Feuer löschen. Ich hoffe nur, sie war diesen hohen Preis auch wert. Würde diese Schriftrolle der Rückkehr helfen? Ich habe sie bei Bruder Hakam gefunden. Möge Azura seine Weitsicht loben. Sie wird uns zurück zur Abtei bringen. Durak meinte, diese Schriftrolle der Beschwörung sollte beim größten Feuer auf dem Feld gelesen werden. Bitte nehmt sie und verwendet sie genau dort. Ich treffe euch in der Abtei, sobald ihr fertig seid. Ja, er hat noch nicht mal gefragt, ob ich vielleicht überhaupt sowas machen kann. Ja gut, ich meine, ich habe einen Stab. Da muss man jetzt so sagen, da geht er wahrscheinlich davon aus, dass ich so eine alte Magie beherrsche. Okay, das größte Feuer. Ich hoffe, ja, es wird mir angezeigt. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht suchen. Das hier ist das größte Feuer. Ja, dann. Sehr schön. Nee, ich wollte gerade sagen, das große Feuer, das haben wir doch gerade gemacht. Trefft ihn bei der Abtei. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückgehen. Ach, er steht hier vor. Ein Atronach. Einfach erstaunlich. Durak, ihr hattet recht, mein Freund. Ihr hattet recht. Was ist mit Abdurak? Er steht noch unter einem Schlafzauber. Aber ich habe etwas erfahren. Der Mitternachtsbund wollte uns in Panik versetzen. Der Angriff, die Brände, das waren alles nur Ablenkungen. Während wir damit beschäftigt waren, sind sie in die Abtei eingedrungen und haben die Traumscherbe gestohlen. Und wir haben eine göttliche, leichte Schärpe erhalten. Ihr müsst Abdurak wecken. Er wird wissen, wie man die Traumscherbe zurückholen kann. Sprecht mit unserem Heiler Frisvür. Er ist drinnen und kümmert sich um den Abt. Das muss ich hoffentlich nicht aussprechen. Ich werde tun, was ich kann.
Ohne die Traumscherbe können wir keine weiteren traumlosen Tränke herstellen. Ohne diese Tränke sind wir und der König den überirdischen Träumern ausgeliefert. Was ist die Traumscherbe? Die Traumscherbe ist ein unschätzbar kostbares Relikt. Buchstäblich ein Stück von Azuras Reich, dem Mondschatten. Mit ihr können wir Wasser aus der Höhle der Träume zu traumlosen Tränken destillieren. Ohne die Scherbe können wir keine mehr davon herstellen. Warum braucht ihr diese traumlosen Tränke? Wir benutzen sie vor allem, um uns vor den Albtraumangriffen unserer Feinde, der überirdischen Träumer, zu schützen. Da wir nicht träumen, sind wir auch nicht anfällig für Traummagie. Wir schicken sie auch dem König und seinen Beratern. Ein weiterer Grund, warum wir hier geduldet werden. Ihr meint, König Emmerich wird jetzt auch angreifbar sein? Genau. Ihr versteht also, wie wichtig es ist, die Traumscherbe zu bergen. Die Sicherheit des gesamten Königreichs steht auf dem Spiel. Ja, dann würde ich sagen, schnell los, weil wir haben ja schon festgestellt, was das für Auswirkungen haben kann. Habt ihr schon gehört, dass jemand tatsächlich... Ja, warum müssen die eigentlich immer reden, wenn man E gedrückt hat? Ich weiß es nicht. Falsch verstanden. Ich habe gar nichts falsch verstanden. Bruder, unaussprechlich. Ihr wart es, die unsere Felder gerettet hat. Hört zu, ich habe womöglich die Ursache für Duraks Leiden entdeckt. Meine ernsthafte Frage, vielleicht weiß das ja irgendeiner von euch. Diese komischen Bänderfrisuren. Also wo man sich das wie so ein Topf unten abschneidet und oben alles kahl rasiert. Hat das tatsächlich irgendwas zu tun mit Mönchen oder so? Also ich kenne das, dass man die Haare ganz abschneidet. Eigentlich kenne ich das nur, dass man die Haare ganz abschneidet. Ich glaube, Haare dürfen die gar nicht haben oder so. Also nach allem, was ich bisher mitbekommen habe. Aber ich habe diese Frisuren im realen Leben noch nie gesehen. Falls die mal irgendjemand gesehen hat, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was das damit auf sich hat. Ob das wirklich so eine Ordenssache ist oder sowas. Oder weiß ich nicht. Also ich habe es tatsächlich nur in diesem Spiel öfter mal gesehen. Wie können wir Abt Durak wecken? Das wird nicht leicht. Der Zauber, unter dem der Abt steht, hält ihn in seinem Schlaf gefangen und zwingt ihn zum Träumen. Es ist ein klug gewählter Zauber, denn die Geisthüter können nicht in den Traum des Abts eintauchen. Wir können nämlich nicht träumen. Warum könnt ihr nicht träumen? Das haben wir doch gerade erklärt. Wir trinken jede Nacht traumlose Tränke. Daher sind wir immun gegen Traumangriffe durch unsere Feinde, die überirdischen Träumer. Derzeit seid ihr die einzige Person in der Abtei der Ausgestoßenen, träumen kann. Und damit auch die einzige, die Durak retten kann. Das sind so Sachen, die ich auch nicht verstehe. Warum muss man immer in einer Quest immer dreimal das Gleiche wiederholen? Denken die, wir sind so doof und haben es beim ersten Mal nicht verstanden? Oder was soll das? Ich verstehe es nicht. Wie kann ich euren Abt retten? Wir haben einen weiteren Trank, den wir selten anwenden. Einen Traumreisetrank. Er wird euch in einen Traumschlaf versetzen. Dann kann ich euren Geist mit dem von Abt Durak verschmelzen. Ihr müsst ihn in seinem Traum suchen, herausfinden, was genau ihn dort gefangen hält. Und ihn wecken. Machen wir. Wenn... Achso, ich habe den jetzt bekommen. Ah, ich wollte gerade noch sagen, was ich auch komisch finde, dass bei solchen Sachen immer mein Gefährte dabei ist, aber in diesem Fall... Ihr sagt, wir hätten euch hintergangen, aber die Geisthüter und der Mitternachtsbund waren nie Verbündete. So ist es. Wir dienen zwei völlig unterschiedlichen Herren. Unser Traum ist euer Albtraum. Willkommen in der neuen Welt, Abt. Darf ich jetzt? Danke. Ihr seid kein Traum. Unsere Verbündeten haben uns verraten. Der Mitternachtsbund ist jetzt unser Feind und ich habe es nicht kommen sehen. Abt Durak, ihr müsst aufwachen. Ich kann nicht, mein Kind. Diese Ketten binden mich an meinen Albtraum. Aber es ist immer noch mein Traum. Und daher weiß ich, dass ein Mitglied des Mitternachtsbundes dort draußen den Schlüssel zu meinen Ketten hat.
erschlagt sie, bis ihr ihn findet. Zeigt weder Furcht noch Gnade. Es sind nur Traumgeister. Sie sind also nicht real? In diesem Traumzustand sind nur wir beide real. Und nur bei mir bin ich mir da sicher. Ich bin mir auch nur bei mir sicher. Nein. Ich weiß ja, dass er auch real ist. So, die soll ich jetzt erschlagen hier, oder? Verteilen! Jo. Und ich kann mit rein. Sehr schön. Mit verteilen war aber wohl eher nichts. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Ja, hier ist er. Gut. Sobald ich diese Ketten abgestreift habe, werden wir beide aufwachen. Sprecht in der Wachenwelt noch einmal mit mir. Okay. Warum hat der jetzt salutiert? Ohne euch wäre ich immer noch in diesem Traum gefangen. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten, um diese Gefahr für Sturmhafen aufzuhalten. Erzählt mir von der Gefahr. Ihr habt meinen Traum gesehen. Ganz offensichtlich steckt Verminas Kult, die überirdischen Träumer, hinter diesem Verrat durch den Mitternachtsbund. Es waren zwar die Gesetzlosen des Bundes, die die Traumscharbe gestohlen haben, aber ich fürchte, der Raub dient Verminas üblen Zwecken. Wir müssen sie zurückholen. Und wir erhalten einen Blitzstab, einen verteidigen Blitzstab von Wut des Sturmritters. Ich freue mich nicht darauf, den König darüber zu informieren. Aber er muss es so schnell wie möglich erfahren. Er wird nicht erfreut sein. Warum wird der König verärgert sein? König Emmerich muss erfahren, dass wir ohne die Traumscharbe nicht in der Lage sein werden, ihn weiter mit den traumlosen Tränken zu versorgen, die ihn gegen die überirdischen Träumer schützen. Seine Majestät wird denjenigen vielleicht belohnen, der ihm hiervon berichtet. Würdet ihr das tun? Ich werde dem König die Neuigkeiten überbringen. Sucht den König im Wegesruh auf und überbringt ihm die Neuigkeiten. Er muss es schnellstmöglich erfahren. Wenn also der Mitternachtsbund jetzt die Traumscherbe hat... Dann müssen wir den Mitternachtsbund finden. Das stimmt. Aber noch nicht. Der Angriff auf die Abtei diente keinem anderen Zweck, als in den Besitz der Traumscherbe zu gelangen. Und ihr Zweck wiederum ist es, als Verteidigung gegen die überirdischen Träumer zu dienen. Ihr glaubt also, dass die überirdischen Träumer hinter den Angriff des Mitternachtsbunds stecken? Ja. Was heißt, dass diese Kultisten etwas planen? Etwas Großes. König Emmerich muss gewarnt werden. Das ist jetzt am dringlichsten. Okay, dem kann ich nur zustimmen, dass das jetzt am dringlichsten ist. Wir schauen mal eben nach, wo wir jetzt genau hin müssen auf der Karte. Ich würde jetzt spontan sagen, dass wir hier unten nach Sturmhafen müssten, oder? Wo ist denn Emmerich jetzt gerade aktuell? Ach so, er zeigt es mal wieder nicht an, weil ich noch hier in dem... Bastian? Ich will ja nichts sagen, aber wohin hast du dich bitte verdrückt? Feiger Hund. Ja, wir müssen auf jeden Fall nach Wegesruh reisen. Das heißt dann für mich, dass Bastian mir erstmal aus dem Weg gehen muss. Das heißt dann für mich, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge in Sturmhafen, beziehungsweise Sturmhafen sind wir jetzt auch, in Wegesruh selber dann wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.